Ich hab vergessen zu reset. Dings. So, das sollte besser 5 sein. Und der Gewinner kommt in Grand Final, der Loser kommt in Losers Final. Ganz simpel. Und Tai macht hier auf jeden Fall sehr viel Druck erstmal. Aber dann sie auch gut dabei. Wieder, hat es relativ schnell ausgeglichen. Ach, der Mexikaner da. Oh, was ist explodiert? Die Bombe. Die Ken. Oh. Bis jetzt sind sie mit einem guten Lead hier. Und ich glaube, Tai bräuchte noch ein bisschen hier, um sich den Sieg zu holen. Also um den Sieg zu holen, meine ich. Pardon. Weil da kann es jetzt nicht ein Charakter, der bei frühen Prozenten killt, tatsächlich. Er braucht da so einige. Außer er findet so einen Gimmick-Kill mit Brownie oder sowas. Oh, da ist der erste Kill auf Sansi gefallen. Trotzdem, Tai immer noch auf dem letzten Stock. Und das mit 40%. Die Zeitbier war, glaube ich, ein leichter Missklick. Ah, Berger trifft nicht. Sieht aktuell nicht so ganz gut aus für Tai. 90% schon und so langsam sollten auch die Smash-Attacken hier auf der Stage killen. Ah, Abwehr! Schönes Headbeat, zweites Headbeat! Ah, er wollte die Down-Air. Wäre vielleicht auch der richtige Weg, aber ich glaube, der Jump war nicht. Ich glaube, das hätte ein höherer Jump sein müssen. Oh, die kennen wir aber auch ein bisschen zu langsam. Ja, und ich denke, das könnte gleich der Kill sein für Sansi. Update trifft. Reicht noch nicht so ganz. Für irgendwas. Kein Follow-up. Naja. Da wollte Sansi spiken, aber Sakrius kommt mit dem eigenen Spike. Aber da ist der Fuß im Gesicht und Hund ist meins nur hinten.
Pardon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme tatsächlich. Ich dachte so, ich fliege so nach. Ein paar ist jetzt zu Hause, aber ey, ich bin jetzt positiv gegangen. Steht jetzt, glaube ich, 3-1. Jo. Und Teil geht als auf seinen Gunner. Ganz interessante Wahl. Einfach der fucking Fox, ey. Der fucking Fox Laser, ich verstehe es nicht, warum er den nimmt. Da gibt es viel geilere Nutribies. Also gefühlt jeder andere. Oh, schöner. Was? Das geht noch nicht? Warte kurz. Aber schön down air. Gute Recovery von Tai gecatcht. Oh! Zwei Gunner, ey. So weit oben. Ach, bin ich da auch übel im Pokémon-Grinding drin. Ich glaube, er geht auch. Wie war es geht um Endleck? Der Fuchslaser? Ich bin aktuell dabei, mir ein schönes, cooles Pokémon-Team zu erstellen. So, tatsächlich habe ich mal angefangen zu züchten. Und es ist so eine Qual, ey. Ich habe gedacht, heute kriege ich vielleicht hin nochmal irgendwie mir. Und zwar das zweite Pokémon hin, aber das wird, glaube ich, von der Zeit überhaupt nichts. Oh, schöne Downer, schöner Catch. Holt sich hier teil. Ah, sehr viele Rollen von Teil. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sieht aus wie mein letztes Gameplay, Alter. Da wurde auch nur gerollt. Schönen Flair. Ah, die Fair? Ah, die zweite Fair hätte es vielleicht sein können. Oh, der F-Smash reicht hier auf jeden Fall. Sauber gemacht von Sansi mit dem 2:0. Game 3 und Tai ist zurück auf seinen Duckhand gegangen. Er wollte nur einen Test mit dem Gunner. Hat wohl nicht ganz so funktioniert. Schöne Fair. Und Tai baut sich hier wirklich einen leichten Lead auf gegen. Da war der Down-Air haben. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich hab's gefühlt. Aber da will ja immer für die Down-Air gehen!
Ich glaube, die Bombe hat. Die Ken hat gerade wirklich Tigrad das Leben gerettet. Aber schöner Up-Tilt into Up-Air. Schön gemacht hier von Tai, von Sansi. Zekreus! Deswegen ein bisschen Disadvantage. Und wenn so ein Duckert nach hinten fällt, ist immer problematisch. Prozente kann er machen, killen ist immer schwierig. Oh, die Rolle wieder. Ganz gefährliche Rolle. Vor allem, warum will man denn an die Ledge rollen? Ich habe die Downer wieder gefühlt. Fair. Aber den Spike habe ich gefühlt. Ist jetzt vielleicht wieder das eigentlich. Aber Sensi spielt wirklich sehr souverän. Ist ja auch immer sehr sparsam mit seinem Jump. Und kommt auch mal gut an die Ledge. Ja, leider hat Duckhunt keinen Killthrow. Das wäre natürlich ultra hilfreich. Wenn er einen Killthrow hätte. Weil er forstet doch relativ viele Shields. SZB! Oh. Ich glaube, Sansi ist auch schon auf 200%. Hat jetzt auch Max Rage. 200%. Down Tilt! Und ich glaube, fast jeder Move sollte jetzt eigentlich killen. Ja, da ist die Up-Air. Und Tai leider im 2-0 hinten. Oh! Imagine, da wäre jetzt einfach eine Fair gekommen. Kommen. 30%. Schönes Ei. Ah, oh, die Down Air. Der hätte wieder einige Prozente geben können. Und Sansi einfach mit 206% und ist damit eigentlich schon gut sicher, soll ich gerade sagen. Aber er ist in die Dose geflogen. Die ganzen Confirms funktionieren ja leider nicht mehr so auf so hohen Prozenten. Und das ist etwas, was da kann wirklich wehtut, wenn er nicht mehr Kill Confirms hat. Schöne Dose geworfen, Prozente wieder fast ausgeglichen. Nur Stocks ist ein massiver Lead. Oh, die Down Air, schade. Und schön den Jump gecatcht hier mit der Fair. Dann sieht er mit dem 3-0. Sauber gemacht.